Hallihallo und herzlich willkommen zurück bei Assassin's Creed und die Cutscene geht weiter. Vielen Dank, toll. Durchgeschüttelt, im Kofferraum, super. Hier lang. So, erfahre ich jetzt, was hier los ist? Es gab einen Grund für die Flucht, Desmond. Ist klar. Wir brauchen Hilfe. Bei was? Noch nach Schatzsuche durch die Zeit? Abstergo wird den Edenapfel ersetzen. Dabei hilft ihnen die Karte, die dein Vorfahr gefunden hat. Die anderen Assassinen, sie tun, was sie können, wo sie können, aber... Was? Wir verlieren den Krieg, Desmond. Die Templer sind zu mächtig. Jeden Tag sterben mehr von uns. Ich weiß nicht, was das mit mir zu tun hat. Wir bilden dich aus. Du wirst einer von uns. Was? Nein, nein, du hast mich in Aktion gesehen. Ich kann das nicht. Und selbst wenn, das würde Monate dauern oder Jahre. Nein, nicht mit dem Animus. Nicht mit dem Sicker-Effekt. Ich bin doch nur ein Mann. Manchmal ist das schon genug. Und deshalb hast du ihn gefunden. Meinen Vorfahren. Wie hieß er noch? Ezio? Wenn du seinen Fußstapfen folgst, lernst du alles, was er lernt. Genau wie er. Jahre des Trainings erlernt in ein paar Tagen. Du hast mich aus Abstergo hierher gebracht, um mich zu einem Assassinen zu machen? Nun, es ist mehr als das. Aber das muss warten. Vertrau mir. Okay? Okay, bin dabei. Was soll ich tun? Ehrlich? Im Ernst? Ich dachte, du würdest dich drüber freuen. Entschuldigung, ich bin etwas überrascht. Ich habe die ganze Fahrt darüber nachgedacht, wie ich dich überzeugen könnte, mitzumachen. Schon gut. Nach dem, was diese Schweine mir angetan haben, bin ich willens, in der Lage und bereit. Vielen Dank. Ja. Und wie wir sehen, ist das auch ein Knast, weil guck doch mal da die Türen an. Lucy, du hast es geschafft. Gott, ist das lange her. 7 Jahre, ist das zu glauben? Allerdings. Willkommen zurück. Ah, das muss unser berüchtigtes Subjekt 17 sein. Desmond Miles, richtig? Wer sind Sie? Entschuldigung, wo sind meine Manieren? Ich bin Sean Hastings. Das ist Rebecca Crane. Schön, dich kennenzulernen. Ja, nun, war ein tolles Gespräch. Aber wenn du erlaubst, fangen wir am besten gleich an. Jede Minute zählt. Zurzeit sogar doppelt. Wir haben alles fertig vorbereitet, Lucy. Sag Bescheid und wir legen los. Hier, habt ihr was mitgebracht? Ein Abschiedsgeschenk von Abstergo. Wow, der Gedächtniskern. Der helle Wahnsinn. Mit diesen Daten müsste es noch viel schneller gehen. Ich guck mir gleich mal den Code an. Ja, ganz ehrlich, der Name John Hastings, der sagt auch gar nichts über unser Befinden ihm gegenüber aus. Was ist denn das für ein Zeug? Obwohl. Dieses Zeug, Desmond? Oh, das ist nichts Besonderes, ehrlich. Nur das Zeug, das die ganze Operation hier zusammenhält. Im Ernst. Ich muss mich ziemlich konzentrieren, damit das klappt. Also entschuldige, dass ich keine Zeit habe, dir meine Hobbys aufzuzählen. Sean betreut unsere Wissensdatenbank. Eine digitale Bibliothek. Er ist quasi mein Beifahrer, wenn du im Animus bist. Wenn dir also irgendetwas auffällt, Leute, Orte, Ereignisse und so weiter, erzeugt er einen Datenbankeintrag mit weiteren Informationen. Ja, aber nicht nur Datenbanken. Ich leiste taktische Hilfe für die anderen Assassinen. Du weißt schon, Desmond, für die da draußen, die richtig arbeiten. Ihr Leben riskieren und so Kleinigkeiten. Okay, wegen der Sache mit den Haze. Hallo, Desmond. Sorry, ich hab's gerade mit Hate. Hau ab. Oh, ich mag ihn nicht. Mit Hater so mäßig. Bei Haze heißt er sowas wie Trefferwertung. Zumindest in den meisten Games. Hey Desmond, wie geht's? Ich frage mich gerade, was deine Aufgabe hier ist. Ich kümmere mich ums Baby. Ich halte die Kiste am Laufen. Baby?
Du meinst den Animus? Eigentlich bevorzuge ich Animus 2.0, weil das Baby doppelt so gut ist wie alles bei Abstergo. Die Templer haben vielleicht mehr Kohle als wir, aber keinerlei Ehrgeiz, keinen Kampfgeist, keine Leidenschaft. Deshalb, trotz all ihrer Ressourcen, alles, was die können, kann ich besser und schneller. Übrigens, setz dich, wenn du soweit bist, dann können wir anfangen. Ich muss hier nur noch etwas einstellen. So, dann mal auf zu Lucy. Was hat sie jetzt hier Großes zu sagen? Hey, also ich wollte mich nur bedanken und entschuldigen. Wofür? Weißt du, damals, das alles bei Abstergo, das war nur... Ich war nicht bereit. Schon gut. Nein, wenn ich drüber nachdenke und weiß, dass es die Templer noch gibt, was sie planen. Das ist vorbei, Desmond. Jetzt bist du hier und nur das zählt. Dann machen wir nochmal. Lucy, ich habe Dinge gesehen. Symbole in meinem Zimmer. Der Code an der Tür. Genau wie Altair. Das ist der Sicker-Effekt. Du übernimmst mehr als nur Erinnerungen von deinem Vorfahren. Du übernimmst seine Talente. In dem Fall das Adlerauge. Talente? Du bist jetzt empfänglicher. Wenn alles klappt, dann wirst du alles lernen, was Ezio im Animus lernt. Das soll funktionieren? Ich ein Assassine? Du bist schon ein Assassine. Du wirst nur besser werden. Ja, und zwar viel besser, hoffe ich. Ich meine ehrlich, ich habe die Bänder gesehen. Du hast nicht mal versucht zu entkommen. Arschloch. Tut mir leid, Desmond. Ich hab zu tun. Wir können uns später unterhalten. Aber ehrlich, hat er die richtigen Männer gesehen oder nur diese gefakten? Weil anscheinend haben wir ja versucht, hier rauszukommen. Ich meine, sie hat das doch vertuscht, unsere... Also, wie funktioniert das? Natürlich. Einatmen. Ah, was bist du, ein kleines Mädchen? Sean. Naja. Und los. Okay. Ich bin immer ein bisschen... Okay. Ein bisschen irritiert, weil ich denke immer, dass die Cutscenes länger dauern. Uiuiui. Unsere liebe Assassin's Creed Welt. So, jetzt fängt sie aber an, hier kriminell zu werden. Republik Florenz, 1476. Uiuiui. Ganz schön lange her. Ich finde das cool, wie die das an sich gemacht haben. Dass das so real aussieht. Und sorry, wenn die Figuren jetzt ein bisschen, ja, bescheuert daherreden. Das heißt Mund bewegen, aber die Redensart ist nicht gerade da. Ich weiß auch nicht, woran das jetzt wirklich liegt. Insieme per la vittoria! Insieme! Insieme! Bitte Ruhe, meine Freunde! Silenzio! Danke! Wisst ihr, was uns heute hierher führt? Ehre! Vieri de Pazzi schändet meinen Familiennamen und zerrt uns zu sich in den Schmutz! Wenn wir... Schluss mit dem Unsinn, Idiot! Buonasera, Vieri. Gerade sprachen wir noch von dir. Dich habe ich nicht hier erwartet. Ich dachte, die Pazzi überlassen anderen die Drecksarbeit. Deine Familie ruft doch die Wachen, wenn es Ärger gibt. Du Feigling! Angst, die Dinge selbst zu regeln?
Deine Schwester schien recht zufrieden mit meiner Art, die Dinge zu regeln. Tötet ihn! Oh, jetzt wird's ja aber cool. Oh. Jungs sind Jungs, das akzeptieren wir natürlich. Der Kerl hat mein Gesicht verbluten lassen, also ja. Das geht hier jetzt, Rache. Zack, und dann machen wir einen drüben. Das ist hier. Das ist der Taschen. Die Kopftasche da eben. Jo. Egal, wir haben jetzt erstmal so drauf. So. Das haben wir ja schon in der Parkgarage gelernt, wie wir zu hauen haben. Ja, richtig schön die Blut-Effekte. Extra anlassen. So, festhalten, gemacht. Weggeschmissen, gemacht. So. Bam, 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 bam. Und, ja. Der Typ, der liegt jetzt da in der Ecke. Ab der Nische. Hey! Hinter dir! Federico! Was tust du hier? Ich will sehen, ob mein kleiner Bruder endlich kämpfen kann. Und? Du hast Stil. Aber die Ausdauer ist, was zählt. Mal sehen, wie viele du erledigen kannst, bevor sie dich niederringen. Gehört. Und jetzt werden wir natürlich probieren, viele zu machen. Ja. Oh Mann. Eine Sache ist natürlich schwer. Ich darf einen Gegner hier zu fixieren, weil eigentlich sollte man das machen. Sonst habe ich ja, wie man so schön sagt, von zu vielen Leuten die Aufmerksamkeit. Aber wir haben ja noch volle Leben gehabt. Aha. Uiuiui. Aber ich halte mich erstaunlich gut für dich. Also, ich verreck ja nicht sofort jetzt hier. Ja. Bald wird nichts mehr von dir zum Begraben übrig sein. Uiuiui. Zurück! Zurück! Halt ein! Was? Wir haben fast gewonnen! Deine Lippe. Nur ein Kratzer. Lass bitte den Arzt entscheiden. Das ist nicht nötig. Außerdem habe ich kein Geld für deinen Doktor. Alles an Wein und Weiber vergeudet, hm? Vergeudet? Wohl kaum. Leih mir ein paar Florin. Oder hast du dasselbe getan? Durchsuch sie. Die haben doch sicher was in ihren Taschen. Ah, okay. Na super. Finger verrenken. Auf die zwei. Okay. Naja, ich verabschiede mich und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bye, bye!